Dankeschön. Warten, warte, warte, Ach, bis der herrje. Goldene wieder weg ist. The power of the dark side, 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 side. Also links Du ist wirst sowieso die einfach anspotten und dann hier um die Ecke, damit die da rangehen. komm, komm. Die schießen, die bleiben. Oh, gefährlich. Ja, okay, eine Spotte. So. Ich bin tot. Das. War mein Wirbel ging raus, er war gewirbelt und irgendwer hat ihn rausgehauen. Ich nicht. Macht links den. Was? Macht links den. Das ja, die Kleinen zuerst. Ey, wir sind eh alle. Wieder. Haben uns durchgebufft. Was ist los, Foxy? Ich friere immer noch. Komm um die Ecke, ich kann nicht sonst erteilen. Weiter, weiter, lauf weiter, lauf weiter bis zur Fähige. Gut. Erst die Kleinen wegmachen, ohne Symbol, ja, dann den Silbernen. Ich mach deine Dumme. Das ist der Kanone-Typ. Gut, geh gleich auf die Groß. Foxy, wegen deinen Fähigkeiten. Ich weiß ja nicht, was du noch für Fähigkeiten hast, aber eigentlich ist es nur, du hast zwei Dots, erdrückende Dunkelheit und Pein. Und danach machst du einfach warte, nur warte, warte, dunkle. So weit außen hinlegen, weil. Jetzt sehen wir mit meiner Schweizer Leuchtermarke. Ich mach dann eine kleine Bokeh-Druide, das mach ich zuerst kalt. Schnapp du da drüber. Haben wir schon auf dieses verzehrende Dunkelheit? Ich spring da am besten rein Macht und erstmal alle auf mich lenken. Hm. Bearbeite das eine brauchst Druide, du wenn ich mit dem kleine fertig bin, nämlich der Druide, wo du hast, und du gehst zum anderen. Also mit dem, was du jetzt auf den Tasten 1 bis 7, glaube ich, hast, das reicht komplett mal zum kurz, Kämpfen. Bis die Damen fertig sind. Vorerst.
1 okay. und die 2, also wenn so goldene sind, machst du die 1 und die 2. Wenn jetzt so wieder vorne so kleine Gegner sind, fängst du direkt erst bei der 3 an. Beziehungsweise da vorne kannst du dann einen Kettenblitz reinhauen und Machtsturm. Und ansonsten wirklich nur 3, 4 und 5 immer auf, was halt gerade ready ist, weil das hat ja unterschiedliche Abklingzeiten. Ah, hast du so 1, 2, 3 System gemacht? Ja. Ja, das müsste ich mal aneignen bei meinem. Also 4 und 5 hat eine Abklingzeit und die 3 wirkst halt immer dann, wenn die anderen 2 nicht gehen. Wie? Probier einfach mal. Ja. Aber wichtig ist, wofür sind eigentlich alles, was wichtig ist, jetzt an den ersten 7 Tasten. Wofür sind diese Funktionspunkte? Ich kann irgendwie einen verteilen. Ungehorsamkeit. Machen wir später. Darts. Ja. So. Ich kann von dort charge. Alter, was ist das Tanz? Okay, erstmal umgewöhnt, wie hier was liegt. Ich hätte gedacht, der Kleiner liegt schnell. Geh bitte. Ich dachte, mein Kleiner liegt schneller. Ach so. Gut, kannst du switchen. Ganz gut, fand ich. Oder? Oh. Wir können auch da vorne den Aufzug benutzen. Fauxi hat doch Hecken. Stimmt. Das hier? Mhm. Ja. Hui! Hui! Was ist das? Sind die Berufe ja doch eigentlich ganz gut gewählt gewesen. Oh ja. Es gibt ja jede Menge Berufe und in jedem Dungeon ist irgendwas für einen bestimmten Beruf oder für mehrere Berufe. Okay, ziemlich Linkshalle, alles klar. Achtung, Ding. Der zweite kommt gleich. Oh. Uiuiui. Ja, die hab schon ganz schön ausgelöst. Tanzt du jetzt auf der Stelle? Nee. Nee, nicht du. Impi war bei mir auf einer Stelle am Laufen irgendwie. Wenn du die pullen möchtest, du siehst da vorne rechts leuchtet was rot. Ja, dahin pullen. Drück du da drauf.
Damit kannst du pullen und gleichzeitig Schaden machen. Ich glaube, wenn du einmal drauf drückst, dann geht erstmal irgendein. Ich glaube, das Rohr bricht. Aber das macht zusätzlich nochmal Schaden. Okay. Also renne ich rein, längst aufmischen, lauf dann direkt rüber. Ja. Sag mal, da kommt noch ein Großer, der da patrouilliert. Echt? Ach, da hinten? Mhm. Kannst du das Rohr von hier aus nicht schon zünden? Ja. Doch. Ja, und jetzt nochmal, dann explodiert's. Ja, und jetzt reinrennen und die Gruppe da reinziehen. Uiuiui. Stufe 65. Oh. Warum ist das so hoch? Weil die Instanz hier für Stufe 70 ist. Die Monster alle ja. 70. Also beim nächsten Mal dann doch lieber wieder Story. Wenn er links am Eck ist, könnte man da doch angreifen. Wir können auch jetzt einfach rechts dran vorbeilaufen. Ja. Ach, ihr Langweiler. Imbi will schnetzeln. Ich glaube, es kommt noch genug zum Schnitzeln. Falsch? Ja, nee, wir müssen. Erst den Typen, dann die Kanone. Und die Kanone ist böse. Gut, geh an die Kanone. Ich an die Kanone? Mhm. Mal schlimmer. Oder es dauert halt auch so lange. Mir gefällt das. Jetzt haben wir da einen Boss. Ihr schlacht Verkreschern an die Eindringlinge. Diese Station kann ganze Kontinente. Welcher ist der Boss, der in der Mitte? Glaubt ihr, dass ihr einem einzelnen Angriffsteam unterliegen wird? Das ist pure Arroganz. Den Feuer zuerst, also den mit Flamme markiert, der muss zuerst sterben, weil das ist der Heiler. Mhm. Dann also der, da der Stern und steht. Am Schluss erst Worgan. Okay, also pull ich alle. Also Heilung auch Unterbrechung mache ich. Okay. Du musst sie halt alle antanken. Naja. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir müssen hier alle rein. Kommt alle rein. Dann auf den Stern. Ich bin dran. Ich bin auf Rech. Was auch immer das ist. Ich weiß nicht, hat irgendwas gemacht, wo ich unterbrechen konnte. Jetzt bitte. Kann nicht unterbrechen. Gut, Boss. Ja. Thank you.
Unterbrechungsskill ist wieder frei. Unterbrechung ebenfalls. Macht Verlangsamung, oder? Nice. Damen und Herren, nice. Sehr, das sehr hat nice. Super geklappt. Ich bin so stolz auf euch. Trotzdem musstest du näher, oder? Das da kann man doch trotzdem drücken, dann ist fähig gleich wieder fit. Ja, ist doch super. Perfekt. Was kann man mit dem Ding hier? Ah, das ist zum Heilen, ne? Ja, und da ist die Sicherheitskonsole Quest. Dann schon bedingt. Wird gar nichts gesprochen. Was drücke? Ich denke, man ist jedem selbst überlassen. Böse ist oben, so, gut ist unten. Das war das Gute. Hä? Was wir gesehen haben. Das ja, war aber die warum Gute. Ist dann böse gezeigt worden? Also ich ist mein Rand und ist böse. Weil du ja, weil böse gewählt hast. Genau. So. Das zeigt also, das, was du gewählt hast. Ja. Wo kommt der jetzt her? Geh du geradeaus, dort müsste die Tür aufgehen und da müssten Gegner rauskommen, glaube ich. Wenn. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Shalom, Shalom, nee. Kannst du auch nichts anklicken? Nee, dann pullen. Ei, gute Wie, wo machst du die? Apropos Gegner, da sind Gegner. Ja. Da sind Gegner. Kein Problem. Ja, die springen ja auch mal auf her, die. Au. Bin schon dabei. Wartet, ich brauch Mana. Wartet mal kurz, auf dem MP. Ja, durch meinen Beruf kann ich die ganze Druide immer aufheben. Ja, ist doch cool. Gut, bin so. Wieder erst die kleinen und dann den großen. Können wir jetzt wieder rechts pullen? Pullen jetzt, bevor er zur nächsten Gruppe kommt. Oder warten. Ja, komm her, kommst du noch? Willst nicht, okay. Ich hab's Gefühl, ich mach den anderen erstmal. Ja. Kennt ihr mal irgendwo in den Comments beantworte, ob ihn am Gegner steht bei SWTO. Genauso ist wie in anderen Spielen.
Ja, jetzt dann kann ich zum Beispiel auch wieder aufleveln. Nee, ich war gerade so drin. Oh, Cannons. Steht du rechts einer? Warte. Ich möchte gucken, ob ich eine von denen wirbeln kann. Sei bereit, wenn es nicht geht. Dann hat es nämlich gleich gepult. Ja, okay. Ja. Versucht bitte auf der einen, versucht nicht zwischen den Kanonen zu stehen, sondern auf einer Seite, so dass beide dich von vorne angucken, dann schießt ihr keine von denen hin. Ah, mein Glück. Ja. So wie Imperator wahrscheinlich hinter der Kanone mehr Schaden macht, ist es bei dir so, dass du mehr Schaden kriegst, wenn eine hinter dir ist. Okay. Kann ich machen? Ja, ich hab die bisschen viel Akku. So. Ja. Okay, ich hab was, wo ich die Akku von mir wegmache. Ich hab kein Mana mehr. Okay, bisschen drauf ab. Auxi, kannst du Heilladung auf Beton machen? Ja, aber der geht schneller runter, wie die hochgeht. Jetzt wieder bei euch? Ja, wenn eine Kanone tot ist, wird es schon einfacher. Ja, ich hab gerade so reichlich Wunder gebracht. Achso, über die Brücke würde ich übrigens nicht laufen, wenn sie nicht blau ist. Ja. Wie so ein Schrotthändler. Alles eingepackt. Was? Wann können wir über die Brücke, wenn die blau oder wenn die rot ist? Jetzt. Ja. Ihr Schlachtergräschern an die Besatzung. Sammelt euch in Sektion 0. Wir kämpfen für unseren Heimatplaneten und den obersten Kriegsherrn. Foxy, du solltest auch von der auch nicht mehr auf der Brücke stehen lassen. Ich stehe nicht, nicht auf der Brücke. Okay, sie verkehrt mich so. Ich stehe vorne an. Ja.
Ablenkung, er hat Namen, Fernkampfverteidigung für 12 Sekunden. Ja. Das ist sehr gut. Bannen. Reinigt ein verbündetes Ziel von 2 negativen mentalen oder Machteffekten. Ich kann Macht würgen. Mir fällt sogar schon wieder ein dummer Spruch dafür ein. Also ich kann anregen. Ui, okay. Los. Na, hab ich da wahrscheinlich wieder ganz viele Freunde. Das ist aus dem Spiel, nehmen wir es gesehen. Das Würge von mir. Sehr gut. Hat aber auch eine riesen Ablenkzeit. Na ja, glaube ich. Ja. Ja, das hat mir Blitz rausgenommen. Hunde des Imperiums, all diese Macht, aber immer noch voller Furcht vor dem Aufstieg einer rivalisierenden Nation. Endlos. Der holt immer wieder Gegner. Foxy, du stellst dich links hin, ich stelle mich rechts hin, wenn die kommen, mit der Fähigkeit Überladung, die wieder über die Brücke einfach wieder runterstoßen. Überladung. Damit stößt du Gegner zurück. Die kommen angeflogen, ich stehen dann genau an der Kante. Sie gerade. Das ist so eine blaue Welle. Warte. Unter P finde ich die Attacken alle, ne? Ja. Dann kann man die, glaube ich, direkt wieder runterstoßen und muss die nicht bekämpfen. Ist unter Sith Inquisitor ganz unten. Und er macht so Fähigkeiten auf dem Boden, so AE-Effekte da einfach rauslaufen. Also Überladung habe ich gefunden. Okay, das heißt, wenn die kommen, da stehen sie direkt an der Kante, du drehst dich zu denen um, du musst zu denen gucken, machst dann Überladung, dann müssten sie eigentlich wieder von der Kante runterfliegen. Also hinter dem großen Computer, das willst du? Nee, links und rechts. Ah. Und wenn es nicht kommt, wenn es nicht funktioniert, laut schreien, damit die getankt werden. Und alle töten. Dann können wir ja, glaube ich, auch die Überladung reinhauen. Da fliegen die auch einen Teil von uns wieder weg. Und kriegen Schaden. Ich hab die ja. Oh shit! Okay, im Problem. Das war nicht mit Absicht! Ich wollte eigentlich sprechen. Hä? Ich hab Spreche, nee, war der End. Seht ihr die blaue Fläche? Das macht Schaden. Boah! Naja, aber ich meine, ich fall runter. Da, links kommen die Gegner. Foxy, links von dir. Nee, irgendwie. ihr müsst töten, ist zu spät. Ja, die von links habe ich nicht gesehen. Die sind ja um die Ecke. Heilung, tot. Nee. Das, irgendwie ist schon. Ich geh jetzt ein bisschen schneller. Warum? Du hast gepullt, das waren wieder überhaupt mal jeder im Kampffeld war, waren so. Achso, das sind ja, das stimmt. Kann er so Battle Rest? Nein. Okay. Ah, ich bin auch slash tot. Ja, sorry, ich hab Ends statt Spreche gedrückt. Oh, das gibt wieder ein geiler Titel. Hast du Push to Talk oder was? Der Titel alles im Geschäft. Ja, ich hab Push to Talk im Ding endlich gefunden und ja. Drück da einfach mal die Einzahlung, egal, ich geb ihm. Ja.
hast du gemacht? Das habe ich aufgenommen. Was hast du gemacht? Sie hat die Turbos A gehauen und hat dann irgendwie nur rechts gezogen. Es hat voll verrisst gerade. Oh, guck mal. Foxy, guck mal. Mensch, ich kann von hier chargen. Mach doch. Kannst du nicht mehr als sterben? Na, geht nicht. Schade. Das wäre mal Abkürzung gewesen. Ich weiß nicht, warum meine rechte Maustaste ist hängen geblieben und genau dem Moment. Du, ich weiß auch nicht gerade, wie ich gepult habe. Ja. Weißt du, was da ganz gut kommen würde? Von dir den Schrei chargen, dann von so einem zart betuchten Mädel. Ups. Mit dem Todesbild. So, Foxy, du musst da vorne an auf der Linksseite das Leuchtende, das musst du hier, wo du so tricken könntest. Dann ja. Siehst du die von links kommen, wo du wegstoßen musst. Okay. Und stehst nah genug dran.